Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Zwar funktioniert mein Aufnahmeprogramm nicht, aber ich dachte mir, wir könnten mal ein Feld Let's Retro machen mit Digimon Rumble Arena. Oder Digimon Rumble Arena! Wie es ausgesprochen wird anscheinend. Es ist ein uraltes Spiel für den für den PlayStation 1. Ich habe auch keine Ahnung, wann der rausgekommen ist, das Spiel. Ist mir jetzt leider gerade so entfallen. Was ist jetzt los? Wird geladen. Versus. Ah, das heißt so ein kleines. Mein Computer hat ja das Aufnahmeprogramm auch in drinne, also so und so und so. Und leider ist es gerade total kaputt. Ich muss also reparieren. Jedenfalls, ich glaube, das sehen wir gleich noch zur Genüge. Oh, da habe ich ja schon einige Spiele gemacht hier anscheinend. Ist in Ordnung. Ich gehe mal kurz durch jetzt. Ja, da waren wir schon gerade die ganze Zeit. Jedenfalls müsste ich es reparieren, aber das Problem ist, dass meine CD, womit ich es reparieren soll, ich habe irgendwo in den sei jetzt ruhig. Irgendwo in den Kartons versteckt ist. Wir gucken mal, ob wir gleich ein neues Spiel anfangen können. Ansonsten muss ich was anderes machen. Speichern, aus dem Speicher, Spielzeit, Stereo. Thank you.
wollte eigentlich ein neues Spiel anfangen mal. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Einspieler! Wir gucken mal gerade. Ich hab's auf jeden Fall damals gesuchtet, wie blöd. Sonst werde ich gleich einfach mal kurz die Memory Card wechseln. Haben wir gar nicht so viele hier. Also, wir haben freigeschaltet bis jetzt Reapermon! Black Wolverine! Black Wolverine kriegst du aber einen bestimmten Punkt erst. Und zwar, meistens wenn du gegen Gatomon kämpfst, kommt er meistens raus. Aber nur als so als Überraschungseffekt. Omnimon! Impmon! Beelzemon! Imperial Paladin, also Imperial Dramon Paladin Mode. Gabumon! Agumon! Pastamon! Teriamon! Gemon! Redamon! Bormon! Dimon! And Gatomon! Und wir können jetzt aussuchen, wenn wir mit dem hier alles durchspielen, müssten wir eigentlich auch so eine Digitation freischalten. Ich hoffe mal, man versteht mich einigermaßen. Ansonsten werde ich mal kurz den Fernseh-Sound ein bisschen leiser machen. Das Moment, das Papa war. Mach's mal ein bisschen leiser, dann versteht man mich ein bisschen besser. Ich spiele jetzt mein Lieblings-Digimon ever. Wir spielen Digrenamon. Ja, Kaidemon freut sich. Ich hab keine Ahnung, was die labern. Man versteht alles so schlecht. Das ist so, oh Gott, wie könnte ich das nur spielen? Okay, oh, gegen Gatomon spielen wir jetzt. Cat's Eye Hypnotism Lightning Paw. Ich habe keine Ahnung mehr, wie was funktioniert. Ich glaube, nach einer Zeit kannst du dich digitieren oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ready? Rumble! Okay, wie geht was? Okay, hier wird's schlagig. Komm her! Aua! Geht! Nein! Zweier-Kombo! Bin fast down! Links auf! Drei auf sie zu! Jetzt hab ich dich! Nein! Nein, ich hab verkackt! Ich weiß jetzt nicht mehr, was dieses Brennding da ist. Die Karten, die decken auch was. Au! Nein! Aua! Komm her! Zack, hab ich dich, du Pisslappen! Okay, aber es ist ganz einfach im Endeffekt. Nein, digitiert! Digivolution. Nein, es digitiert sie auch noch. Zum Magnadramon. Ich digitiere mich noch nicht! Das Eislevel ist echt tückisch. Oh, da kannst du nichts gegen machen, ey. 18er Kombo. Ah, oh, schade. Ich habe keine Ahnung, wie man das digitiert. Okay, ich digitiere. Digivolution. Boah, Sakuramon. Zack, zack. Oh, mit einer Mega-Attack habe ich ihn geowned. Ich glaube, ich hätte mir das aufsparen müssen. Bis noch eine zweite Runde. Ja. Like a boss. Like a boss. Okay, ich hätte es mir aufnehmen müssen. Bam. Scheiße. Ja, das ist ruhig. Das ist alles cool. Das ist alles zum Plan. Soll ich digitieren? Weil dann komme ich nämlich cool rüber. Oh, fuck, Alter. Jetzt haut's rein. Ich weiß nicht, ob man, wenn man sich digitiert, automatisch auch. Alter, das Glatteis ist zum Heulen. Aber auch gleichzeitig stärker ist. Tja, jetzt hast du nicht rechnen, oder? Jetzt digitiere ich, du Blöde! Digivolution! Nein, du blödes Vieh! Das Schöne ist, du bist halt hier nicht im Außen in dem Moment.
Ach ja, schon, die Dinger kannst du bewegen. Aua! Boah, schön den Schädel gespalten, Alter. So muss das sein, da rutscht sie noch in den Abgrund rein. Das Ende ist immer das gleiche. Alter, darauf habe ich mir jetzt mal einen Schluck verdient hier. Was habe ich da denn? Life Points! 31.620. Oh, Gabumon, jetzt geht's los. Jetzt kommt das riesig. Oh, diese Ladezeit viel zu lange, Alter. Badass Motherfucker. Oh, das ist ein schönes Stage hier. Das ist ein schönes Stage. Bam! Ich habe aber keine Ahnung, was das einem bringt jetzt in der Art und Weise. Nein! Geh weg! Hör auf, dich zu digitieren! Das ist nicht cool. Nein, Erd! Boah, das Down ist nämlich so ein schlechtes Teil, soweit ich weiß. Das ist ganz gut, wenn du das nicht hast. Thank you! Ja, es verwirrt, perfekt. Zack, da wurde es getroffen, Alter. Naja. Oh, da hat er mich mega derbe. Pam, pam, pam. Komm her. Du hässliches Stück Scheiße. Boom. Ja, so wird's geregelt hier im Ghetto. Dann legen wir natürlich gleich hier die Digitation hin. Da kenne ich nix. Schmerzfrei, Alter. Kannst du nicht steuern, die Dinger? Scheiße, das Ding hilft einem schnell zu digitieren, dieses Teil, was er da hat. Oh, ist das schlecht, Alter. Nein! Bam! Einfach null Schnitte hat, Alter. Nein, ich habe gerade die Bombe gesehen. Ich weiß noch nicht, was er sagt, ich verstehe es mal. Alone, alone, alone. My business is to win. Warum hat sie eine weibliche Stimme reden? Was ist ein Kerl? Hat männliche Eier. Also ich spiele jetzt eigentlich gerade nur, um irgendwie ein bisschen Videomaterial wieder zu bekommen. Ich muss auch sagen, es ist eigentlich auch ganz lustig, das Spiel. Das macht ja auch Spaß, so ist es ja nicht, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange wir das jetzt machen. Oh, das ist eine scheiß Stage. Also, Warmer an sich ist eigentlich eine scheiß. Dann machen wir gleich mal am Anfang, weil ich das nämlich nach einer Zeit wieder aufladen kann, also mit jedem Stadtfinale zu bekommen. Boah, Alter. Ja.
Ich meinte, er könnte sich retten, wie man vegetiert. Scheiße! Scheiße, was ist denn da auf? Na, was passiert denn mit der Zeit? Das kennt mich auch. Ja, dann direkt schön wieder. Bam! Und direkt in den Abgrund rein. Scheiße. Das können wir auch. Digi-Evolution. Ah, ich verstehe es noch ein bisschen. Scheiße! Fick you! Alter! Scheiße! Scheiß Lüssi! Das kannst du vergessen, Alter! Ja! Was ist das? The end is always the same. Kann ich nicht viel sagen. Sorry, ich bin schon mitten am Essen hier. Der ist ein Cola. Oh yeah! Das ist die Viereck-Taste, um einen Pegel wird angezeigt. Lass die Viereck-Taste los und dein Digimon wirft den Ball. Wenn der Ball in den Korb geht, bekommst du einen Punkt. Naja, du bist bei Berg gedrückt halt, desto weiter fliegt der Ball. Wer als erstes den Körper erzielt, hat gewonnen. Okay. Bonus-Game, ja? Imperialraman wird nicht direkt aus Wemon entworfen, sondern aus Stingmon und Ex-Wemon hergestellt. Und ist in dem Endeffekt. Okay. Scheiße! Oh, das war gut! Na schon! Nein! Kann aber auch drinnen! Oh, perfekt! Super! Los! Der war gut! Ja! Oh, er sich den Sieg! Dann macht er ihn, hat er gar kein Problem mit. Boah, Patamon, ey. Das ist eine Beleidigung. Patamon kann nichts anderes als süß sein. Aber an dieser Stage hat er die besten Voraussetzungen. Nein! Und mit dem Trick kann man auch ganz gut die Gegner verwirren. Man muss nur aufpassen, dass man sich dabei nicht selber vergisst. Aua! Oh.
kannst du also abfeiern. Aua! Na, sie gibt wieder sofort, weil er nichts kann. Seraphimon. Oh, Scheiße. Scheiße, hat direkt im nächsten Moment. Ich muss noch schaffen, dass er vor dem Ablauf noch down geht. Wenn er in den Ablauf ist und ich noch K.O. haue, aua, kann er sich ja wieder aufsammeln, aufladen. Patz. Ah, genau so, dass er... Okay, gut. Boah, Alter. Das meine ich. Jetzt kann sich mich ganz in Ruhe wieder aufladen, Alter. Kommst nicht mehr. Oh yeah! Mal warten, ja, bis er sich finanzieren kann. Bam! Ich glaube, ich habe mich noch nie in diesem Spiel irgendwie verteidigt. Da habe ich einen schönen Vorteil. Genau dieser Attacke. Nein, ist runtergefallen. Oh, hat der miese Schreinknabe. Nein, ich bin verwirrt. Vor allem, weil er eigentlich so schlecht ist, Patamon. Der braucht jetzt am längsten, Alter. Vergiss es, du nichts nutzt. Oh, der war zu schnell. Aua! Da kann er sich schon wieder digitieren. Ich werde Kimmel. Digitiert viel zu schnell. Ja, aber er eigentlich auch sagen sollte. Komm, kriegst du jetzt nochmal einen Seraphimon in die Fresse. So, und so, hast du nicht gesehen. So, Entschuldigung für den kleinen Cut, aber meine Kamera wollte gerade nichts mehr aufnehmen. Wir kämpfen jetzt hier gegen Gilmon weiter und fangen auf der an hier. Ja, scheiß Kerl. Ich hasse diese Stage, das ist die schlimmste Stage ever. Ich weiß nicht, was das ist, ein Drink hier. Bam! Das Problem ist nämlich halt. Boah, das hier ist immer. Scheiße. Muss nämlich aufpassen. Boah, der digitiert ja schon hier. Ich bin zu gut. Ich bin einfach zu gut. Bam, hat nicht mit gerechnet. Schönes Ding.
Naja. Da konnte er nichts mehr machen, da habe ich ihm perfekt eine Falle gestellt. This is for Rika. Verstanden? This is for Rika. Du brauchst gleich so hässlich zu nicken, Alter. Kannst du mal gleich woanders hin nicken, ey. Dicke Dinger sind die am Start und so. Hat in der englischen Fassung Fehler mal eine weibliche Stimme gehabt? Konnte er sich nicht mehr befreien. Digi-Volution. In der Scheißfalle. Achso, ich nehme hier gerade mit meiner Kamera auf, ne? Nicht mal, dass die Qualität nicht schlecht ist. Oh, da konnte er nichts mehr machen. Nur kurz mal ein Plus. Was, Alter? Oh nein! Boah, Megatag. Sorry, Takatomon. Ja, mal, geh mal nicht weg. Ja, warum ist es so einfach zu gewinnen? Ja, ist einfach, wenn du Skyline bist, dann bist du halt ja, automatisch cool. Ist gar nicht anders zu erklären. Ach, scheiße, ich kann das immer selber ernst nehmen. Wir spielen jetzt Renamon einmal durch, würde ich sagen, und wir können ja mal, vielleicht kriege ich jemanden dazu, mit mir erstmal zu spielen. Damit mit Strafe und sowas. Boom! Ich weiß, was du vorhast, Kollege. Nein! Selten dumm und dämlich noch dabei. Habe ich das perfekt gemacht oder was, ey? Timing, Aussehen und Können stimmt alles. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich gar keine Chance zu nehmen. Ja, sehr knapp, Alter. Ja, hör auf! Oh. Nein! Mach doch keine automatische Digitation, du blöd! Boah, der Rückgrat jetzt, ey. Na ja, steh auf! Oder immer die Texturenpart anhängen. Voll auf den Minecraft-Style ausgelegt, Alter. So, jetzt pack er nicht lange. Dann habe ich mehr Leben verloren. Kau, Alter. Scheiße, jetzt kommt das Ding natürlich direkt auf mich zu, Alter. Boah! Das Timing ist einfach geil. Scheiße! Was haben wir noch hier? Boah, das war knapp, Alter. Oh! Was machst du dich denn so an mich ran hier? Nein, wirst du wohl, du blödes Vieh!
Oh, das Timing war ja hier sowas von genial gerade. My business is to win. You win. Ich habe noch ein paar andere Retro-Spiele bei mir gefunden. Ich glaube, das wäre die Eisen, so ein bisschen mal spielen. Oh, jetzt geht's ans Eingemachte, Leute. Ich fand den so schwer damals. Weil er einfach hier. Weil du einfach nichts hast. Extra Items oder kannst du nicht runterkippen oder sowas. Das ist die eigene verfickte Ebene, Alter. Und diese kommen uns einfach über Mechi, Alter. Wenn die 3-4 Mal hintereinander einsetzt, Alter. Oh nein! Alter, das ist so Mechi, Alter. Alter! Kann ich nie verteilen. Da hat er sich in den Sturm reingehauen und ist mit voller Kabumme in das Auge geflogen und hat erstmal das schöne Smash, Alter. Ich glaube, wenn er aufgeladen ist, kann er seine Superattacke einsetzen. Alter. Oh, heißt, er steht einfach nur cool auf, dreht mit dem Kopf so ein bisschen hoch an. Super Cell-Symbos. Geil, deine Attacken sind so mega, Alter. Halt, ich bin schneller. Bam! Oh, diese Combo-Attacken, Alter. Boah, das ist so mies! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh fuck, Alter! Das ist Engel! Das ist Engel! Diese Kombos, Alter! Wow! Pow, pow! Rammt denn das Ding noch in den Wanst, Alter! I could never lose. Hier im Leben, Bitch! Alter, das war echt Engel, Alter! So, haben wir es geschafft? Yeah! Alright! Ist es los? Rap Metal und so? Nein, ich kann nicht rappen. Also überlasse ich lieber den Leuten von East Sides Records. Ja, das war es eigentlich jetzt so. Das war das Spiel hier. Total cool, ich habe es früher gesucht, wie blöd. Ich hatte halt nun mal kein Super All-Star-Scheiße von Nintendo oder sowas. Da musste das hier erhalten, aber es hat sowas von mega fun gemacht. Total auf Digimon-Zeit und sowas. Er hat ultra viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Super geiles Spiel. Damals richtig geile Grafik. Aber ja, es ist, ja, ist halt so, ne? Was gibt's noch so schön zu sagen jetzt? Also, ich fresse die ganze Zeit Fleisch. Also, ich fresse die ganze Zeit Fleisch. Ich sauf hier.
tropische Früchte. Und versucht damit irgendwie die Zeit zu schützen. Normalerweise sollte jetzt auch schon das letzte Feld von meinen anderen Kollegen online sein. Aber natürlich ist dein Laptop gerade in dem Moment kaputt gegangen. Ja, auf jeden Fall. Oh, die Kamera ist schief. Die End ist irgendwie umgeknickt. Das war das Spiel. Alter. 512.123. Scheiß Freak, Alter. Was für ein Bullshit. Wir müssen jetzt eigentlich Sakuramon freigeschaltet haben. Wir gucken mal gerade. Einfach nochmal spicken. Hä? Nicht freigeschaltet? Komisch. Keine Ahnung. Normalerweise müssten wir Sakura mal freischalten haben. Ach, keine Ahnung, Leute. Super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, schrunzt es in die Kommentare. Und soll ich das mal gegen einen anderen spielen? Und wenn ich gegen einen anderen spielen soll, welches Digimon sollen wir verwenden? Er und mein Gegner. Alle stehen zur Auswahl. Entweder die normalen oder halt die Ends-Varianten hier. Und könnt ihr auch gleich mit Bestrafung reinschreiben. Das ist eigentlich ganz cool. Dann könnten wir so eine kleine Action machen hier zum Beispiel. Hier, keine Ahnung, Black Wolframon gegen Wolframon. Oder hier Omnimon gegen Paladin Imperial Dramon. Ich weiß es ja nicht. Schreibt es in die Kommentare, wer gegen wen spielen soll. Wunderschönes Digimon. Und mal gucken, was sie machen. Da ist dann auch gleich mal eine Bestrafung mit dazu machen. Also das ist bestimmt ganz lustig. Wie gesagt, ich bedanke mich und wünsche euch noch alles Gute. Hoffentlich sieht man sich mal online. Euer Skyline. Tschüss.